schon ganz nett. Und es war auch immer mit so einer Story verfeinert ein bisschen, je nachdem, was man für eine Klasse gewählt hat. Aber es war, also ich habe ein paar Let's Plays angeschaut, so die ersten paar Folgen. Und irgendwie hat es mich nicht umgehauen, ich weiß auch nicht. Bisschen schade. Hätte ich lieber nochmal ein Offline Knights of the Old Republic. Eins von den beiden, ich glaube, das ist Knights of the Old Republic 2. Habe ich auch noch hier im Regal rumstehen, glaube ich. Ich kann mal schnell schauen. Da holt sich mein Sound weg, okay. Es ist. Ja, wo habe ich's denn? Ah, da oben. Die Knights of the Old Republic, das ist der, ich glaube, der erste Teil davon. Ah. Aber die ist natürlich relativ lang. Ich glaube, das ist zum Let's Playen, ist mir gerade da ein bisschen zu viel. So ein endlos Let's Play muss jetzt gerade nicht sein. Ah, jetzt setzt ihr diese frische Star Wars-Musik ein. Da-da. Bom, 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 bom. Special thanks to Greg Deutsch, Michael Hand, Jim Summers, Jason Wong, Joe Wazard, Ed Kloon, Jason Potter. Oh mein Gott, Jason Potter, Harry, Harry! Mike Rixford, Ashley Welling. John Williams, genau, das ist hier der. Von dem ist die Star Wars Musik. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Kompositor, Komponist, Komponist, Komponist. Very special thanks to George Lucas, ja, das ist natürlich klar. Ohne George Lucas hätten wir diese ganzen Filme, Comics, Bücher, Spiele nicht. So, wir sind wieder im Menü. Jetzt weiß ich nicht, soll ich direkt weitermachen? Eigentlich könnten wir jetzt mal schauen. So, die Frage ist nur. Oh fuck. Das war der falsche, den wollte ich gar nicht. Es müsste eigentlich jetzt der hier sein. Oh mein Gott. Na, also nochmal spielen möchte ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, das ganze Level. Ich dachte, ich hätte einen Spielstand angelegt, so eine Scheiße. So! Der kleine Jedi ist also hier. So, jetzt ist die Frage, was wir jetzt tun. Ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt noch mal ganz kurz hier die dunkle Seite zeigen. Aber ich hätte hier, glaube ich, einen richtigen Speicherstand machen müssen. Also von wegen hier nicht schnell speichern, jetzt kann ich dann das ganze Level noch mal spielen. Das ist ein bisschen schäbig. Tja, gut, dann würde ich sagen, dann lassen wir das. Das war, glaube ich, eh jetzt nicht der Wahnsinn. Das ist halt ein bisschen was anderes, aber in dem Fall schenken wir uns das einfach. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, je nachdem, wie die Folgen rauskommen, ist wahrscheinlich bald sogar schon Weihnachten, wenn die Folge rauskommt. Dann wünsche ich euch natürlich dann ein frohes Fest und einen guten Rutsch, kann ich auch schon mal sagen. Rush! Jaden! Du siehst nicht wie ein Gefangener aus, Rush. Hast du dir das ausgedacht oder war das Tavians Idee? Nein, Jaden, warte. Ich hatte Unrecht. Bitte, bring mich zurück zur Akademie. Ich brauche Hilfe. Jaden, bleib weg. Bitte, tu mir nicht weh. Du wolltest mich töten und jetzt hast du mich in eine Falle gelockt. Jaden, ich hatte Angst. Du musst mir glauben, wir sind doch Freunde, oder? Lass uns verschwinden, bevor Allura zurückkommt. Woher weiß ich, dass du mich nicht wieder betrügst? Du wolltest mich immer besiegen. Wie sehe ich, dass das nicht wieder ein Trick ist? Jaden, tu das nicht. Mach ihn fertig, Jedi.
Warte, hör auf deine Worte. Du bist wütend. Gib dich deinem Hass nicht hin. Das führt zur dunklen Seite, richtig? Er verfiel nur der dunklen Seite, weil er Angst hatte. Angst vor dem Tod. Senk dein Lichtschwert. Mach ihn fertig. Ergib dich ganz deinem Hass. Jaden, du bist stark. Gib dich nicht dem Hass hin. Rosh sagt die Wahrheit. So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich konnte es nicht ganz lassen, doch nochmal die böse Seite zu zeigen. Wir machen das jetzt einfach mal schnell. Und zwar vermöbeln wir den jetzt. Oh Mann, der Hass ist so stark in uns. Ignoriere den Hass in dir. Oh mein Gott, nein. Warum sollte ich? Du selbst hast mir erzählt, wie stark die dunkle Seite ist. Ich hatte Unrecht. Nein, du warst schwach. Jaden, nein! Hart. Gut gemacht, Jedi. Jetzt bist du einer von uns. Nein! Schließ dich uns an. Mit Makaragnos als Meister werden wir die Jedi besiegen und die Galaxis beherrschen. Euch anschließen? Warum sollte ich einen Meister gegen den anderen tauschen? Das Zepter von Ragnos ist zu mächtig, um in den Händen von jemand Schwachem wie Talvion zu sein. Es sollte allein mir gehören. Ja, jetzt wird er komplett größenwahnsinnig. Das glaubst du also? Du bist mir auch nicht von Nutzen. Ich hätte dich auf Hoth töten sollen. Eine zweite Gelegenheit bekommst du nicht. Talvion hat mich seitdem viel gelehrt. Du glaubst doch nicht, mich zu... So, dann... machen wir sie nochmal tot, würde ich sagen. Alter, was war das gerade für ein Übermove, ey? Aber danach haben wir sie ordentlich geschnetzelt. So. Wir haben uns also entschieden. Und er lebt noch? Keil. Rausch. Tut mir leid. Jaden, dunkle Seite. Du hast jetzt beide Schüler verloren. Nein. Du bist ein Jedi. Danke. Aber ich habe Jaden verloren. Wo ist er hin? Oh nein. Ich muss nach Korriban. Ja. Jetzt mal schauen, wie die anderen beiden auf uns reagieren, wenn sie merken, dass wir jetzt neuerdings so ein bisschen gerne Jedi schnetzeln. Was ist passiert? Aus dem Weg! Das Zepter gehört mir! Oh nein. Ich spüre die dunkle Seite in dir, Jaden. Ich kann dich nicht durchlassen. Ob es dir gefällt oder nicht, du kannst mich nicht aufhalten. Oh mein Gott, die können ja gar nichts. Ja, jetzt wird gemetzelt, meine Freunde. So, jetzt haben wir nicht alle gegen uns. Das heißt, es ist auch ein bisschen die... bisschen härtere Variante, das so zu spielen. Aber ich denke, wir werden es irgendwie hinkriegen. Oh, wir lassen die mal ein bisschen kämpfen. Also die hat eh keine Chance wahrscheinlich. Boah, jetzt kann ich zuschlagen. Richtig hinterhältig. Boah, jawohl. Das war richtig abgrundtief böse, ey. Boah, ich bin so böse. Oh. Upsala. Okay.
Okay, der hat mich jetzt auch gerade einfach gerade gekillt. Witzig und so. Alter, was geht denn jetzt für ein Film? So, lassen wir die anderen beiden mal ein bisschen betteln. Kann ich ihn derzeit mich ein bisschen hochheilen. Ja, der ist nicht schlecht hier mehr mit dem Violetten. Der hat es auch ein bisschen drauf. Musste ich gerade feststellen. Aber wahrscheinlich wird er den anderen trotzdem töten. Wer wird gewinnen? Die Helle? Oder die... Nein, nicht zu mir! Alter, der hat den echt kalt gemacht. What the fuck? Ja, es wird deutlich heftiger. Wir haben jetzt nämlich einfach keine Verbündeten mehr. Was geht hier vor? Sie haben keine Chance. Sie haben keine Chance. Schon recht. Ich dachte, die Jedi wären stark. Sind sie auch. So, der da. Bleibt der nächste noch. Gut. So, dann hier ein bisschen Statuen rücken. Oh. Aua. Na, eigentlich können wir es auch so machen, dann überspringen wir halt ein paar. Alter, das ist, die Kämpfe gehen so ab in dem Spiel. Wir müssen unbedingt den Multiplayer-Modus spielen, ey. Guck dir mal an, wie das abgeht. Mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Also der Kampf, der Modus, ne, der hier, was soll ich sagen, die Kampfanimationen sind einfach der Oberhammer. Also das ist wirklich geil. So, jetzt, wo musste ich jetzt hier nochmal hin? Keine Ahnung mehr. Da ist zu. Hä? Da hoch, ne? Es ist ein Jedi. Wer hat das jetzt gesagt? Ach, da drin waren ja auch noch welche. Oder? Hallo. Pff, heiliger. Mal einer? Aua, er hat mich ein bisschen getroffen. Das war der. Und dann noch den letzten hier irgendwo. Wir müssen ja alles sauber machen. Ich meine, Ordnung muss sein. Hallo. So. Sehr schön. Gut, dann jetzt wieder hier das Rätsel mit dem mit dem Machtgespür. Hallo. Ich hab nicht genug für einen Schub. Oh mein Gott, wie bitter. Dann das da. Och, komm jetzt. Und das. So. Schildenergie eingesammelt. Oh, war da nochmal eine? Nein. Alter, vier Stück wollte mich verarschen.